Es war immer nicht immer ein einfacher Weg gewesen, sage ich jetzt mal, aber immer mein Weg. Und egal ob negativ oder positiv war, oder dick oder dünn noch müssen, glaube ich, kann stolz sein auf meinen Weg, der hinten dran ist. Und vor allem stolz sein auf heute und wie ich da stehe. Und hoffe, dass ich weiterhin so. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, ehemaliger Goalie von IB. Und wir kennen uns schon sehr lange, nämlich aus der Jugend. Also, wir haben uns immer wieder angetroffen im Verlauf des Lebens. Und wir haben immer wieder so wenig manchmal über unser Leben philosophiert. Und merci vielmals, dass du heute mein Gast bist. Und ich freue mich, das Interview durchzuführen. Merci, dass ich hier sein darf. Danke. Ja. Und du hast eine unglaubliche Karriere hinter dir. Du hast einen Lebensweg gemacht, der nicht immer geradeaus ist gegangen. Trotzdem hast du ihn immer wieder gerade gemacht und bist wieder immer die Weg verfolgt. Und du in deinem Herzen hast gehabt, wie man im Sinne, du hast immer ein Fußballer werden als Junge und vor allem ein Goalie. Ja, definitiv. Also, das hast du jetzt so schön gesagt. Das ist immer. Es war immer nicht immer ein einfacher Weg gewesen, sage ich jetzt mal, aber immer mein Weg. Und egal ob negativ oder positiv war, oder dick oder dünn noch müssen, glaube ich, kann stolz sein auf meinen Weg, der hinten dran ist. Und vor allem stolz sein auf heute und wie ich da stehe. Und hoffe, dass ich weiterhin so unterwegs bin, dass ich immer auf mich stolz sein kann. Genau. Und du hast ja. Ja, du bist immer hast deinen Weg verfolgt. Wie hast du das gemacht, dass du deine Komfortzone verlassen hast und dort wirklich immer ins Machen bist gekommen? Ja, mein Vorbild ist natürlich mein Vater. Kann man schon sagen. Mein Vater ist im 62 in die Schweiz gekommen. Migrant, ähnlich wie deine. Wahrscheinlich in den gleichen Jahren. Ihm wäre es eigentlich in Italien besser gegangen. Sag jetzt mal, wo er schon im Militärrecht oben drin war und ist sehr eine bestandene Person in Italien. Trotzdem hat er den Weg in die Schweiz gewählt, für das Haus zu bauen, das heute steht. Und das war ihm sein Traum, dass er schlussendlich mal das Haus auch leben kann. In der Zwischenzeit sind wir gekommen. Wir drei, der Roberto, der Claudia und ich. Und nicht immer einfach war, sag jetzt mal. Und ich glaube, der höchste Lohn, den er verdient hat, ist maximal 5'000 Franken. Wir haben uns jetzt nie etwas gefällt. Wir sind durch dick und dünn miteinander. Und ich glaube, das ist eben mein Vorbild, mein Vorbild von meinem Vater, der leider schon vor 11 Jahren gestorben ist. Hat mich immer getrieben und er hat immer im richtigen Moment mich in die Arme nehmen können, sagen, los, es gibt immer eine Lösung. Und das ist das, was er immer ausgezeichnet hat. Und durch ihn, so wie er es vorgelebt hat, ist viel. Ist im Tankbau, ist vom ersten bis zum letzten Tag, als er in der Schweiz war, war er beim gleichen Arbeitgeber. Er hat praktisch nicht einen Tag gefällt. Er ist immer mit seinem Töffchen vom Lies auf einen Berg gegangen. Und nie gejammert. Nie irgendetwas gesagt, immer eine Lösung. Und diese Lebenseinstellung, und das war nie in der Komfortzone. Der ist gekrüppelt. Also, ich musste auch 2 Wochen mit ihm arbeiten. Und in diesen 2 Wochen habe ich Lehre arbeiten, was das heisst. Und ab dem Moment, wo ich 2 Wochen mit ihm gearbeitet habe, habe ich den Hut gezogen vor ihm. Und, das sind einfach die Sachen, die mir immer. Wie hat es mein Vater gemacht? Im Moment, als es hart war, hat er bei hinten gelegen und gesagt: Es gibt immer eine Lösung. Und das ist so klein, wieso das mein Weg so gegangen ist, wie er geht. Und wenn ich auch meinen Kindern probiere, weiterzugeben und, oder wer mich darauf anspricht, es gibt immer eine Lösung und auch wenn es die falsche Lösung ist, es muss deine Lösung sein. Also für mich meine Lösung, auch wenn sie falsch ist, aber ich habe etwas daraus gelernt und dann geht es weiter. Mhm.
Also ich sehe, ist immer die positive Seite noch gesucht, oder? Nicht das Problem, sondern eben die Lösung versucht zu verfolgen. Definitiv, definitiv. Und natürlich etwas, was mich natürlich auch geprägt hat in meinem ganzen Leben, ist mit 12, als eine Krebsdiagnose hatte, im Oberschenkel. Und dann gesehen, okay, ich sehe, ich sehe, Familie, wie meine Schwesterherz, wie mein Bruder, wie meine Eltern fast verkehren, weil es mir anscheinend schlecht ist, gegangen, mit 12 war. Und ich habe mal gewusst, ich habe es gar nicht richtig gecheckt. Ich bin einfach operiert, also ich habe einen Teil vom Muskel entfernt. Und dann ist alles gut gekommen. Es war sehr positiv, also sehr traumatisiert. Und gleichzeitig bist du recht schnell konfrontiert worden mit Leben und Tod. Und das behaltet automatisch eine sehr positive Grundhaltung. Das heißt, ja, wenn du schon mit dem Teil auseinandersetzen musst, das ist auch nicht das, was wir aus der Bahn schießen, nur weil wir jetzt ein Jahr lang keinen Lohn bekommen, sehr wert oder was auch immer. Es waren prägende Sachen, immer wieder. Und plötzlich bist du wieder auf die Seite geschoben worden im Fußball, plötzlich bist du wieder innen gewesen, plötzlich bist du wieder weg gewesen. Und gleichzeitig ja, stehe ich heute da und die Leute, die mich um sind, die schätzen mich, wie ich funktioniere. Und ich glaube, das ist das, was auszeichnet. Und alle anderen, die mich nicht kennen und eine schlechte Meinung von mir haben, wissen nicht wieso, ich kann mich gerne darauf ansprechen und dann werden sie merken, dass es nicht so schlecht ist. Ja. Ich glaube, es gibt ja immer etwas, wenn man Erfolg hat, ja, dann wird man beobachtet und es wird immer geschaut und ja, was macht er jetzt echt? Und es gibt auch immer auch Neider. Ich glaube, mit dem muss man heutzutage so immer wieder können umgehen. Wie gehst du um mit solchen Situationen? Ich bin sehr ein gespürlicher Mensch. Also, ich spüre meistens, sage jetzt mal, ich sage immer, aber ich spüre meistens, wenn mir jemand etwas mal gönnt und wenn nicht. Es gibt auch Leute, die sich immer melden, wenn es mir nicht gut geht. Oder in der Karriere nehmen. Und dann gibt es solche, die. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so gute Menschen um mich, und man seit Kind hat eine Bari, eine Albi, die mit mir jetzt weiss sind, aufgewachsen. Da weiss ich, Jenka oder wer auch immer da bei meinen Freunden ist, sage ich jetzt mal. Sammy, die aus der Karriere rauskommt, auf die kann ich zählen. Und das sind die, die mir Feedback geben. Wenn sie zu mir kommen und sagen, los, Paolo, völliger Schwachsinn, was du sagst und so weiter. Dann, oder natürlich mit meiner Familie, das sind die Leute, die für mich, ich gehe gerade Linie durch mein Leben und nieder. Ich bin einer, der natürlich allen alles mal gönnen. Ich mag jedem. Auch wenn ich ihm persönlich sage, das ist nicht mein Typ, aber er erfolgreich ist. Dann sage ich, der hat es verdient. Aus irgendeinem Grund hat es verdient. Und ich bin nicht der, ich bin weder Gott, der das tut, entscheidet oder nicht. Das ist in seinem Weg. Und wenn er erfolgreich ist, warum sollte ich das machen? Und genau so erwarte ich das von den anderen, wenn ich erfolgreich bin, dass sie Freude haben an mir. Und wenn sie nicht Freude haben, ist Gott, das ist sie sonst auch ein irgendein Problem. Bei sich, aber sicher mit mir. Spannend ist auch jetzt gerade dieses Beispiel, das du bringst, aus der Hirnwissenschaft, weiss man eigentlich klar, wenn wir jemandem etwas wünschen, versteht unser Hirn nicht, ob es wirklich für uns ist oder das gegenüber. Also ist irgendwie ein Neid am Empfinden, weiss unser Hirn nicht, ob das jetzt für uns ist oder für das gegenüber. Also dieses Beispiel zeigt da wieder, dass eigentlich genau das Denken, das du den anderen Menschen noch wünschst, dir selber auch wünschst und das auch zu deinem Erfolg gebracht hat. Bin ich umschreiben. Ja. Weil ich ja immer, egal was, also ich sage jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, ich bin am Sonntag, habe ich eine grosse Ehre dürfen haben, dass ich beim Matchspiel von Marco Wölfli dabei sein durfte, was mich sehr geehrt hat. Ah, klar, im Bankdorf müssen wir darüber diskutieren, vor den IBE-Fans, wieder zu meinen Kindern auch dürfen zuschauen, wie der andere da vor dem Vortrag umhechtelt. Gleichzeitig ist es wirklich, das hat es bestätigt, ich habe Marco, wir haben gekämpft miteinander, wir haben die gleiche Position gehabt. Und er hat einfach die Vorrang gehabt, er war einfach auch besser gewesen. Und ich war am Tag hinten dran, der gedrückt hat. Aber ich habe es auch noch gegönnt und er mir auch. Am Tag X, wo er das Abschlussspiel hat, nach x Jahren, bin ich einer von den wenigen Goalie, die er in der Karriere hatte, der dort dabei sein. Und das ist natürlich, das sage ich, das kommt im Leben zurück. Und mein Leben ist so gegangen, egal was es jetzt positiv, negativ war. Es ist immer, am Schluss ist es positiv rausgekommen. Und das ist, bin ich überzeugt, dass das, wie du sagst, dass meine Grundhaltung
meine Grundhaltung allen egal, was gönnen, egal Sympathie, Empathie, ob mir einer passt oder nicht, kommt im Leben zurück. Bin ich überzeugt. Ja. Du warst ja auch noch Trainer, also doch Goalie-Trainer, gell, ist das richtig? Ja. Wie hast du den Übergang gemacht von zuerst ja, Profisportler und dann so ein bisschen Trainer? Das ist noch lustig, weil es war so, dass ich eigentlich in der Saison gestartet bin und dann plötzlich aus irgendeiner Entscheidung, also ich bin eine Zeit lang mit den Büchern unterwegs, wo ich dann den Fachmann gemacht habe und verkauft. Und das hat Teilnehmer im Fußball nicht gepasst, sage ich jetzt mal. Und dann relativ schnell gegangen, plötzlich war ich nicht mehr so konzentriert bei Sachen. Und dann war ich im Fachmann, bei Goalie-Training, bei den Junioren und die wären, dann wäre ich dann gegangen, wechseln zur Privatwirtschaft, weil ich sage, es wäre sehr zeitintensiv am Abend gewesen, durch den Tag wäre es arbeiten, am Wochenende auch noch mit Fußball und jetzt hätte ich auch leider Abstand. Und dann hat sich das so herausgestellt, dass dann zumal der Kenzig mehr aus Goalie-Training wollte, weil ich eben das Teamgefüge, die ganze Staffel gewechselt und die wichtige Mannschaft drin war. Und dann durfte ich der dürfen, dass ich wirklich die Goalie-Trainer bei IBA dürfen sein, wo ich ihn im Vollball dürfen trainieren, einen Vollball-Moser dürfen trainieren, einen Marco selber dürfen trainieren, einen Benito dürfen trainieren. Und das ist im Fall eine pure Leidenschaft. Und A ist natürlich gelb-schwarz, Z, wo ich seit 1993 wechseln durfte. Und vorher bin ich bei meinem Vater in Mankdorf und mit dem Mario, dem Cousin, also mit dem Mann von meiner Cousine im Wankdorf durfte sein. Und dann habe ich gesagt, der Platz wollte ich dort. Den Finger auf den Pulver hat es mal gezeigt. Und Jahre später bin ich wirklich dort gestanden. Und das ist natürlich, das kannst du dort leben. Du kannst die Goalie weiterbringen, wo du bist. Und das war eine pure Leidenschaft. Und der Übergang ist ja, du bist irgendwie wie die Jungfrau Maria zum Kind gekommen. Muss man schon sagen, es ist wirklich plötzlich bist du da gewesen. Klar hast du deine Kürzchen gemacht, aber plötzlich bist du top. Plötzlich bist du beim. Dort trainierst du einer der Nazi-Goalie. Der Wolf war dann zumal Nazi-Goalie. Und der Anspruch an ihm war natürlich auch höher gewesen, an mich selber natürlich auch. Und das habe ich ausüben, bis am Tag X, wo dann der Kollege vom Kollegen gekommen ist, so wie Fußball so ist. Und dann bist du plötzlich der. Ja, plötzlich bist du nicht mehr gefragt gewesen und bist wieder weg gewesen. Und das ist Fußball. Mhm. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, das war hart. Die Art und Weise ist, wo ich jetzt nicht, ist einfach so, wie es war. Also nicht, mir ist IBA immer wichtiger als meine eigene Person. Und da war für mich auch wichtig, dass ich dort den Abstand nehme. Und das war wirklich brutal. Ich weiß noch, wie es heute war. Meine Frau angerufen und gesagt, ja, das wäre es gewesen. Und es ist die Entscheidung ist relativ spät am Anfang getroffen worden. Und, ja, gerannt und hergegangen, das muss ich sagen. Das ist halt die Emotion. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich stehe zu dem Gefühl und mit der Frau natürlich auch geredet. Und am nächsten Tag war es Abschied, das Weihnachtsessen gewesen. Und dort bin ich, ja, ich habe mich gefühlt. Ich bin mit meiner Frau an Weihnachtsmarkt auf Bern gegangen und dann haben wir sowieso Ferien buchen können. Ich kann so ein bisschen weggehen. Ja, und dann hat das ein verarbeitet. Und für mich war es klar, nicht für das liebe IBA zu fest. Also ich kann nicht einen faulen Apfel in meinem Sack drin sein, weil einen faulen Apfel macht schlussendlich die anderen auch faulen. Und dann gehe ich erobern halb das raus, gehe weg, nehme Abstand und fahre bis nicht an. Und dann wieder, und das, was angefangen ist, natürlich auch gewusst, da ich nicht einer der Bestverdiener war im Fußball, habe ich gewusst. Und ich hatte einen Markwalder, der ein Freund von mir in der Zwischenzeit geworden und ist. Haben wir das vor x Jahren ein bisschen vorprogrammiert gehabt, wie gar nicht, und dann sind wir in die Rekrutierung, in die Assessment rein, und haben dort das dürfen, den Übergang zum Privatleben. Auch nicht einfach, wieder in den Alltag hineinkommt, die Organisation. Das sind so banale Sachen, wo ich sage, yes, es geht. Fußball ist alles so ein bisschen getackert, und du weißt genau, wie es geht, und das sind die Zeiten, die Parameter, die du bekommst, und dann ist Training, dann ist das, dann ist das, dann ist UEFA. Und dann bist du da und dann bist du selber organisiert. Banal, die werden lachen, die Leute, die das tagtäglich leben, die können das einfach. Und dann ist es einfach die Sachen, die du wirklich wie ein Nobody fast schon verlieren und sagst, ja, okay, muss ich selber organisieren. Und noch ab und zu heute von der Organisation sagst du, yes, es geht, das ist doch in einem Moment. Ja, es ist so. Ja. Ich komme noch so einen Übergang zu machen. Das ist noch, ich glaube, für jeden Sportler und Sportlerin schwierig. Jetzt hört sie auf mit dem Leistungssport oder Spitzensport, jetzt plötzlich macht sie ein anderes Leben. Es gibt ja immer wieder ein anderes Leben nach dem Sport.
Wie hast du es gemacht, trotzdem den Fokus so schnell wie möglich wieder aufzunehmen? Indem man nicht zu viel darüber geredet hat, natürlich auch das Umfeld stimmen. Du hast eine intakte Familie, eine super Frau. Wie ihr seht, wie sehr bekanntlich ist, um einen guten, erfolgreichen Mann kann nur bestehen, wenn eine gute, erfolgreiche Frau nebenan steht. Und sie ist auch super unterwegs. Und, ich glaube, das ist der Fokus, ist das, dass dranbleiben, das machen, nicht nur reden und tun. Das ist ja alles, sicher viel Gespräche suchen mit Leuten, die die Erfahrung schon gemacht haben, wie hast du gemacht, Austausch und selber. Und am Schluss bin ich selbst verantwortlich für mein Leben. Und den Weg bin ich nicht gegangen. Mit der Unterstützung natürlich eben von meiner Frau, von meinen Kindern und was auch immer. Das ist natürlich schon an und an bei mir. Ja. Also ist das Umfeld, das dich eigentlich zur Inspiration, Motivation bewegt hat? 100%. Es ist ja egal, ob man jetzt Familie hat oder nicht Familie hat, oder eine Partnerin oder was auch immer, oder Freunde. Ich glaube, man ist eingebettet um Leute herum, die man gerne hat, die wir lieben, die wir gerne haben. Ich glaube, die Kraft von ihnen, die geben dir Zuversicht, dass es gut kommt. Ja, sehr erfolgreiche Kollegen, die direkt auf der Bank sind, und die geben dir Feedback, die wissen genau, die kennen die Seite auf dem Sandkasten. Und die wissen genau, Paolo, bis positiv, tu nicht an dir zweifeln, geh den Weg und so weiter. Und das habe ich gebraucht. Und dann, wie gesagt, ein Gespräch mit einer Frau, die mir auch sehr viel gebracht hat, natürlich. Und das ist genau das. Und das gibt dir immer Kraft und Energie. Und schlussendlich bist du immer allein auf dieser Welt. Ich bin allein gekommen und werde allein gehen. Das ist definitiv. Und gleich trotzdem hast du so, dass der Fokus bleibt und so weiter, hast du immer noch die Leitplanken, die von deinem Umfeld bekommst. Ja? Heute bist du noch in der Berufswelt drin. Und was hast du gelernt von deinem Spitzensport für die Berufswelt? Was hast du da gelernt? Ja, es ist einfach, der Sport hat sehr viel, also das Teamgedanke natürlich, dass die Sozialkompetenz, ich natürlich, wenn man das Bibel anschaut, habe ich eine schwierige Rolle gehabt. Du bist immer alles gemacht wie die anderen auch. Die Entscheidung war aber, dass du halt Nummer 2 bist, hinten dran. Du hast Jungen gehabt, die musst du aufstellen, aufbauen. Du hast solche, die musst du oben runternehmen, du hast die Rolle. Und es ist in einem Unternehmen nicht viel anders. Du bist, wenn der Typ bist, wie ich, der ein bisschen mehr Gespür hat, sag ich jetzt mal, wo der Mensch mal bei sich kann nehmen und sagen, lass uns ein bisschen relativieren, die Emotionen ein bisschen flach behalten, schauen, dass wir ein gutes Team bekommen, dass wir miteinander ein Ziel erreichen. Das ist genau das, was ich sicher mitgenommen habe vom Fußball. Natürlich der Ehrgeiz, das sagst du, von nichts kommt nicht. Also, wie gesagt, ich bin 1,80 Meter. Ein kleiner Goalie war heutzutage behauptet, dass sie gar keine Chance hat. Ob schon der Sommer nicht viel, viel grösser ist als ich. Aber es ist ein Sammeltalent. Sag jetzt immer, ich habe immer mehr müssen tun, für das Ziel zu erreichen. Und das ist einfach das, was ich gesagt habe, im Leben kommt nichts. Ich bin schon mal rausgestanden, so, und gehofft, dass ich 5 Franken oben runterfallen. Das war bis jetzt noch nie der Fall gewesen. Ich weiß nicht, wie du es erlebst. Wenn ich nichts mache, kommt da nichts. Und das nehme ich natürlich sicher in die Privatwirtschaft rein. Und wenn ich den Fleiss, zahlt sich aus. Auch wenn es manchmal hart ist und es funktioniert nicht so, wie man es will. Aber dran bleibt und glaubt, dass es gut kommt, bin ich überzeugt, dass das früher oder später einfach gut kommt. Also kann man so ein bisschen sagen, zusammenfassend, einmal mehr aufstehen, als man umgekehrt ist? Definitiv. Immer wieder aufstehen. Ja. Nach jedem Regen kommt die Sonne. Das ist so, bis jetzt immer so. Hoffen, dass es immer so bleibt. Das ist so, aufstehen muss man immer. Eins mehr als drüber liegen. Ab dem Moment, wo du bleibst liegen, ist nicht gut. Du hast Kinder da, du hast Frau da. Wie machst du das? Wie bringst du das unter einen Hut? Trotzdem, du bist noch Trainer heute, auch wieder für Jugendliche. Ja. Wo du dir hier vor allem wieder schaust, dass es Nachwuchs gibt in Zukunft. Wie machst du das heute? Wie bringst du das unter einen Hut? Früher hast du eine klare Struktur gehabt, die du vorgegeben hast. Und heute bist du auf dich gestellt. Wie machst du das?
Ja, das ist schon die Herausforderung, ist definitiv, das ist eine von meiner Herausforderungen allgemein im Leben. Ich sage, ich habe bei Seite eine wunderbare, schöne Frau, die nicht nur schön ist, sondern wirklich das Leben sehr organisatorisch, sehr gut im Griff hat. Und ich sehe, was sie alles mit unseren Buben macht, die nicht immer einfach sind. Ich kann sicher ein bisschen Brot von ihr abschneiden, was das betrifft. Aber es ist effektiv der Grund, warum dass ich auch die Junioren mache, ist, ich will etwas mitgeben, gleichzeitig kannst du formen, du kannst es erziehen, ich habe das Gefühl, die Kinder sind auch sehr ehrlich, sie sind anstrengend, alles drum und dran, aber sie geben ein sehr ehrliches Feedback und das gibt es so. Und die Herausforderung, wie geht das? In dem, dass ich positive Tage starte, also ich sage mal, morgen früh stehe ich auf und sage mal, fünf Sachen, wo ich dankbar bin dafür. Und das schreibe ich mir sogar auf. Das bringt mir viel. Ich bin sehr dankbar für meine Kinder, für die Frau, wenn ich sie immer wieder jeden Morgen wiederhole und wiederhole und wiederhole. Aber das gibt mir ein gutes Gefühl für den Tagstart. Und wenn ich so starte, dann gehst du in den Tag hinein und bin überzeugt, dass es so im Leben zu wirken. Genau. Mhm. Wie früher bist du ja, sagen wir, so ein richtiger ja, durchtrainiert gesehen, richtig fit. Wie machst du heute, dass du fit bleibst? Ja, es ist für mich auch, also ja, am Mittwoch haben wir, wo ich extrem schätze, habe ich vor kurzem angefangen, mit dem Dömmel, sind wir immer im Joggen und im Kräfteln zusammen, einen Tag. Ja, natürlich meine alten Herren, der plus 40, und nicht den Fußball noch verbinden kann. Und das schätze ich extrem von der Vielfalt vom 40-Jährigen bis zum 60-Jährigen. Also viele gute Menschen um mich herum, was Sport betrifft. Aber ich kann es einfach auch nicht lassen. Ich bin im Joggen, morgen stehe ich auf und mache meine Stabi-Übungen. Und ich wollte einfach auch fit bleiben. Es ist nicht mal so, wie es mal war. Definitiv nicht. Ich werde auch älter. Aber es ist mir schon wichtig, dass ich einen sehr guten Appetit habe. Das ist natürlich auch so, dass ich bin froh, dass meine Frau sehr gesundheitsbewusst ist. Mehr als ich, sage ich jetzt mal. Das heisst, ich schaue schon, aber ich habe eine Menge, die fast abnormal ist. Dafür habe ich meine Frau, die ab und zu schaut, dass, wenn es Menge ist, dann ist es das Richtige. Und dann ist es gut. Nein, aber es ist für mich etwas sehr wichtig. Also Fitness ist für mich wichtig. Ich will auch wirken. Ich sage immer, ich will etwas können darstellen. Muss nicht alles perfekt sein, überhaupt nicht. Aber ich sage immer, für mich wichtig, dass ich mich bewege, dass meine Kinder sich bewegen, dass wir mit der Familie mal in eine Wanderung gehen, dass wir gehen walken, mit meiner Frau walken, zu Eis. Und dann gehe ich noch ein bisschen joggen oder noch ein bisschen kräften. Das ist einfach für mich eminent wichtig, dass ich fit bleibe. Und ich merke, es war auch so eine Phase, in der ich sehr viel gearbeitet habe, in der ich das vernachlässigt habe. Und dann ist mir auch, bin ich eher nicht so getroffen gewesen, wenn ich sonst alles getroffen bin. Positiv, klar, immer, aber einfach anders ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, das darf ich nicht vernachlässigen. Das ist persönlich und vor allem, wenn ich etwas darstellen möchte. Ich möchte nicht so eine Bierwanze haben und möchte ja schlussendlich für meine Frau noch attraktiv bleiben. Nur das dazu. Ja. Mhm. Genau. Wir haben von den Emotionen geredet. Es ist ein sehr emotioneller Weg gehabt. Sei es mal mit der Krankheit, mit 12, die dich geprägt hat im Leben. Dann hast du die sportliche Karriere gemacht, du hast dann den Übergang gemacht. Ja, da sind ja die Emotionen immer auch wieder ein bisschen auf und ab, wie positiv und negativ. Wie bist du als sehr emotioneller Mensch, wie bist du da umgegangen damit? Das ist ja eigentlich ein Wahnsinnsweg, den du hinter dir hast. Eine sehr bewegende Zeit, die du da hast durchgemacht hast. Definitiv. Also, ich bin ein emotioneller Mensch. Ich bin auch einer, der zu den Emotionen steht. Und die probiert zu verarbeiten, erarbeiten, was auch immer. Und ich brauche die Emotionen, dass es weitergeht. Und ich glaube, mit dem Akzeptieren von den Emotionen und auch mit dem Akzeptieren, dass es jetzt momentan die Situation so ist, eine kleine Analyse machen von der Situation, sage ich jetzt mal, und dann wieder positive Emotionen aufzunehmen. Und so bin ich durch mein Leben gegangen. Ich meine, ich war kurz vor einem Umschiff bei der ersten Mannschaft, habe ich dann aber nicht den Vertrag bekommen, weil meine Lehre musste fertig machen. Das war so etwas, wo ich sage, ja, nein. Und dann war mein Vater noch da und hat gesagt, einfach ruhig bleiben, weitergehen. Der Weg wird kommen.
und das habe ich befolgt, das ist eigentlich wirklich so gekommen. Es sind alles Sachen, die Serven, wo du plötzlich keinen Lohn mehr bekommst und zu Luzern wechselst und du bekommst auch keinen Lohn. Und plötzlich schwebt der Blick, du bist die erste Sau vom Schweizer Fußball. Und dann sprechen die Leute natürlich, wenn der Blick so etwas steht, Schlagzeilen, Titel, Seite, Sport. Dann wünschst du dir andere Schlagzeilen als solche. Spricht jeder darauf an. Du kannst gar nicht dafür, du hast gar nicht gemacht. Du bist einfach von Servet auf Luzern gefahren. Und dann haben sie gestreckt, weil sie den Lohn nicht bekommen. Und der Blickreporter hat mehr genommen. Und ich war nicht einmal richtig in dieser Mannschaft drin. Ich habe nur fit gehalten für eine kurze Zeit, für einen neuen Vertrag irgendwo. Und ja, sehr unglücklich. Ja. Und dann, ja, das sind all die Sachen, die ich sage, zurück zu den Emotionen. Die Emotionen habe ich gebraucht. Die gehören zu meinem Leben dazu. Die habe ich probiert zu verarbeiten. Aber vor allem, sie zu akzeptieren. Es ist momentan nicht eine so schöne Situation. Ich nehme es an. Wo ist die Lösung, dass es gut kommt? Also ja, aber da merkt, dass die Situation nicht gut ist, muss nicht schön reden. Mir geht es immer gut. Und in diesen Situationen ist es mir nicht gut gegangen. Und dann gesagt, okay, jetzt geht es mir nicht gut, aber was kann ich machen, dass es mir nicht gut geht? Und ich glaube, den Weg habe ich gemacht. Ich habe nebendran gearbeitet, ich habe immer einen Weg, immer ein zweites Tür offen gehabt, wo ich gewusst habe, okay, und dort konnte ich mich nehmen. Das war wie ein Anker bei mir, den ich jedem Sportler empfehle, dass ich einfach nebendran offizieren, egal was, mach etwas nebenher. Es sei denn, du verdienst so viele Millionen, wo die anderen kannst arbeiten nebenan, dann sieht es etwas anders aus, dann kannst du. Und trotzdem auch die, wenn sie nebenan sich etwas befassen, wo kann ich noch den Anker setzen, dann ist mir nicht, wenn der genommen wird, wenn der Fußball genommen wird, wie es bei mir war, ich habe einfach den Anker gehabt. Und ich sehe es in früheren Jahren, und ich wusste, es geht weiter. Und das war für mich einfach gewesen. Wenn ich nur den Fußball gehabt, dann wäre ich vielleicht in das Loch hineingekommen. Also du hast gewusst, also die Emotionen ist das, was du kannst ein bisschen beeinflussen. Also du kannst es akzeptieren, du kannst es eh nicht mehr ändern. Genau. Also so wie ich es zusammenfassend verstanden habe. Und jetzt geht es einfach weiter, auf was du fokussierst. Genau. Sorry, das Wort, wenn wir in langer Scheisse innen drehen, dann gibt es keine Ragusa. Genau. Wenn wir jetzt durchgehen, dann schlussendlich haben wir den schönen, feinen Schock, den wir können. Genau. Also so quasi die, ja, genau. Das akzeptieren. Es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern und fokussieren wieder auf neu. Also immer so die positive Seite vom Leben gesucht. Definitiv, definitiv. Und das ist eben prägend an die Einstellung von meinem Vater, nochmal rückwirkend auf das. Und vor allem auch die Erfahrung, die du einfach relativ mit 12 gemacht hast, wo du gesagt hast, ja, jetzt hört auf, so tun es. Mir geht es ja gut, das ist ja nur ein Schnitt. Und mir geht es ja gut, und es ist alles ja positiv gekommen, schlussendlich. Wenn so der Paolo als Mensch in einem Hashtag müsstest beschreiben, was wären so die Punkte, wo du sagst, das sind genau die Schlagworte, die mir beschreiben? Die mir beschreiben, also Herzensmensch, positives Mindset, Emotionen, leidenschaftlich, was soll ich noch sagen? Lustig, ja, würde man sagen, lustig, kann ich sein. Und energievoll und laut, kann man sagen. Und laut. Laut schon, der relativ laute Stimme sind meine Frau immer und meine Schwiegermutter auch. Und mein Kleiner kommt nach mir und hat auch eine rechte laute Stimme. Nein, also laut im Sinne, ja, einfach, mir gehört man, sage ich jetzt mal. Oder? Aber sehr sozial natürlich auch. Sehr sozial engagiert, hohe Sozialkompetenz. Und das wäre ich, ja, das würde ich sagen. Ja. Paolo, merci viel mal für das grossartige Gespräch. Und auch ihr teilt das Video teilen, dass möglichst viel von diesem Gespräch mitbekommen. Es geht auch immer um das Lernen in diesen Gesprächen. Auch, dass die Leute auch ein Bild mitbekommen, wie es andere Menschen machen, wie andere Menschen durch gewisse Konfrontationen müssen durchgehen durchs Leben. Merci vielmals, Paolo, und alles Gute. Merci vielmals. Danke.